Nee, das, nein, das machen wir nicht. Der Tom ist leider nicht dabei, der Infiltrator, aber trotzdem einen schönen Gruß an dich. Servus Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier neben mir ist der Markus vom Kanal Naturbursche Outdoor TV. So ist es. Wir machen heute einen Overnighter im wunderschönen Wald hier. Und ja, wenn ihr sehen wollt, was wir so machen hier und wie, dann bleibt es einfach dran. Super praktisch hier in den Packsack von Helicontext, diese Packsets, geht eine Menge Zeug rein und da ist jetzt mein komplettes Schlafsetup bis auf den Biwaksack drin. Aber das Schöne ist, ich zeige es euch mal kurz, ich habe jetzt alle Packsäcke so weit weggelassen. Das heißt, die Unterlegmatte und die Isomatte ist und das Tarp hier, das ist alles ohne Packsack. Das spart mir am nächsten Tag auch viel Arbeit zum Zusammenrollen und so. Das ist dann einfach, wird es da reingesteckt, das passt. Aber wie man sieht, ist da echt eine Menge Platz. Sind ja nichts Neues, aber ich habe die neu und bin recht begeistert von dem Teil. Ruf mich an. Dein Schmerz ist meine Lust. Das sagt der, wo hängt. Oh, herrlich. Schönes Platzal, oder? Ja. Das wird dir der Baumstumpf da unten. Was noch geil war, wenn es da drinnen so einen aufblasbaren Wulst geben hat, wie von der Expat Ohr so ein Schlauch, weißt du? Ach so, genau. Dann wo dann einfach da. Bitte, dass das nicht so wehtut da. Genau. Abstürzt. Oder kannst du dir eine Schwimmnudel reinlegen. So, hat ein bisschen zum Regnen angefangen, deswegen haben wir schnell die Tarps drüber gespannt. Und genau wie wir fertig geworden sind, war auch der Regen schon wieder weg. Heute. Aber Moskitonetz davor. Das ist auch geil, weil du kannst da hinten aufmachen und kannst dann da kochen, wenn es regnet, weißt du? Das ist ganz cool, ja. Ich habe mir jetzt erst wieder ein paar Videos angeschaut über verschiedene Biwaksäcke. Also für mich ist nach wie vor, also der Observer immer noch die Nummer 1. Und als Alternative würde ich mir immer noch den Stratosphere, wenn ich sage, ich möchte es leichter haben. Aber es gibt sonst nichts. Das Hubber NX habe ich mir aus dem Kopf geschlagen. Das möchte ich nicht mehr. Original. Ja. War schon so eine gute Bewertung. War auch gut. Das ist das Originale. Hatte ich mit dem Poncho-Liner. Stand auch original drauf. Wie es angekommen ist, war Miltec. Ja.
So, Markus, du hast den Biwaksack als Setup heute zum Pennen dabei. Jawohl. Und du hast den Originalen von Carinthia jetzt besorgt. Magst du mir sagen, warum und was der Unterschied jetzt zu deinem nachgebauten polnischen ist? Ja, es gibt ja noch von der Firma Summit, heißt die, einen Observer oder Biwaksack. Der ist auch Gore-Tex. Den gibt es meistens auf eBay hin und wieder mal zum Kaufen. Und ja, ich bin jetzt relativ günstig an das Original gekommen und habe den anderen auch sehr gut verkaufen können. Und ich habe auch schon beide nebeneinander gehabt, also ich habe jetzt Erfahrung mit beide. Und muss sagen, der Originale ist vom Packmaß noch mal ein Stück kleiner. Vom Gewicht her gute 400, 450 Gramm leichter, was ich so nachgewogen habe. Und die Materialien sind anders da. Also der andere ist komplett aus einem dickeren Gore-Tex-Material gefertigt, was sich natürlich auch im Gewicht widerspiegelt. Und bei dem ist der Boden halt verstärkt und so das obere ziemlich leicht. Hat den Vorteil auch, dass sehr leichte und dünne oder sagen wir bauschige Schlafsäcke, die wo nur eine leichte Komprimierung haben, eine leichte Isolation drin, durch den schweren Planenanteil obendrauf nicht so komprimiert werden, besser komprimiert werden und bei dem halt nicht. Und somit hat man eine geringere Kältebrücke oder keine in dem Fall und eine bessere Isolationswirkung im Schlafsack. Und auch ja, zu gleichen Temperaturen habe ich jetzt zwar noch nicht geschlafen, aber ich meine, dass der Originale auch noch weniger Kondenswasser bildet oder das halt besser nach außen transportiert. Die Schlaufen sind auch noch ein bisschen dünner gefertigt und ich meine, die Reißverschlüsse sind noch ein bisschen zwar filigraner, aber fühlen sie qualitativ hochwertiger und laufen besser. So, möchte ich abschließend noch dazu sagen, weil ich den Carinthia schon über ein Jahr habe und auch im tiefsten Winter damit super schlafen konnte, ich hatte kein Kondenswasser. Und wenn, dann nur ganz minimal, einmal mit dem Tempo drüber gewischt und weg war die Geschichte. Also nach wie vor kann ich den sehr empfehlen, auch wenn er teuer ist. Ja. Ja. Also billig ist er wirklich nicht. Nee. So, dann baust du auf, oder? Jawohl. So, das Aquafest Tarp wieder 3x3. Dann habe ich die Amazonas Hängematte, die UL, zum Sitzen. Und schlafen werde ich dann hinten im Observer, so wie der Markus auch. Tja, so habe ich alles kombiniert. Passt perfekt. Und heute mit dabei den Carinthia Tropen. Ja, es soll ja nicht weniger als 8 Grad werden. Es wird schon passen. Das erste Mal, dass ich den ausprobiere. So von FedEx, weißt du, die Notrationsdings da. Ah ja. Linseneintopf mit Speck. So, Setup ist fertig, komplett. Da ist der Observer Biwaksack. Und wie gesagt, hier die Hängematte. Kann ich jetzt schön drin sitzen. Ziemlich kühl, muss ich sagen, geworden. Ja. Fässchen, was habe ich denn heute mit? Hier so Speckdinger, so Würfel. Dann eingeschweißte Bratkartoffeln. Alles selber gemacht. Selber eingeschweißt. Ja, selber eingeschweißt, genau. Ja, und so Rostbratwürstchen. Die schmeiße ich mir dann in die Pfanne. Ich habe schon richtig Hunger, der Markus auch. Ja, genau. Und diese Pfanne hier wird wieder verwendet. Die habe ich mal beim Decathlon. Die ist aber gar nicht schlecht. Bei mir gibt es heute einen mexikanischen Reis von Uncle Ben's. Der ist eigentlich schon vorkocht mit Gewürze drin, Paprika, Mais und so eine Sachen. Und ich hau dann immer noch ein paar Chili-Bohnen mit, ne? Weil dann ist das Ganze, ja, wer mich kennt, ja, ich is für mein Leben lang gern und kau auch gern. Und darum darf es gerne ein bisschen mehr sein. Und das hau ich dann immer noch mit rein. Also ich sage mal, meistens ist es so eine Portion, sprich eine Dosen plus ein Backel Reis, aber ab und zu zwei Backel Reis, dann ist das ein bisschen stimmiger. In einer Gusseisenpfanne anbraten oder in einer Schmiedeeisen. Und heute gibt es halt aus dem Titantopf, weil man doch ein paar Meter klopft. Also. Da doch ein bisschen langsamer mit der Brennpaste. So, wir haben jetzt gegessen. Das ist schon mal erledigt. War richtig lecker. Hat allerdings echt super schweinelang gedauert.
mit dem M71. Zum Glück hat der Markus mir dann seinen Gaskocher noch ausgeliehen, damit es noch ein bisschen knuspriger wird. Liegt aber auch daran, dass die Pfanne relativ dicken Boden hat und da reicht er einfach nicht so aus. Da ist dann schon Gas besser. Jojo, so lernt man dazu draußen. So ist das. Und da es heute recht frisch ist, bin ich mal gespannt, wie sich der Tropen so schlagen wird. Heute Nacht. Guter Einstieg. Immer ein Schwank aus der Jugend. So, dann gute Nacht. Gute Nacht. Bis morgen, gell? So, Leute, sind wir ins Bett gegangen. Es ist jetzt 9:45 Uhr. Ist richtig frisch, also wie im Herbst. Und sternklarer Himmel. Naja, schauen wir mal, wie die Nacht so wird. Wir sehen uns dann später wieder. Bis dann, ciao. So, nochmal live aus dem Biwaksack. Schön warm. Ich habe mir jetzt meine Fleecejacke in den Fußraum gestopft, nochmal für warme Füße. Also ist mir jetzt warm. Die Daunenjacke ist wieder Kopfkissen. Naja, ansonsten werde ich jetzt hinten nochmal aufmachen, den Biwaksack, sodass ich nur das Moskitonetz da habe, weil es mir gerade einfach zu warm ist. Aber Gott sei Dank, lieber zu warm als zu kalt. Schönen guten Morgen. Morgen, Markus. Moin. Ja, ich habe sehr gut geschlafen. Ich hatte ein bisschen Anfangsprobleme gehabt wegen dem neuen Schlafsack, weil der Reißverschluss ist ja auf der anderen Seite diesmal. Also links. Ich hatte früher den Reißverschluss immer rechts. Bei dem D4 ist er ja in der Mitte und jetzt ist er eben links und das war alles ein bisschen ungewohnt und überhaupt leicht abschüssig war es auch. Ich bin immer runtergerutscht. Bisschen. Das war jetzt nicht so, dass man Dauerrutschen war, aber so mit der Zeit nach ein bisschen Liegen, so einer Stunde oder so, war man dann meistens wieder unten. Gibt Schlimmeres, war nicht so wild. Ja, und dann habe ich irgendwann echt gepennt wie ein Baby. Wir haben es jetzt. Wie spät haben wir es denn? 8.22 Uhr. Also so lange im Wald habe ich schon lange nicht mehr geschlafen. Der Markus auch. Echt super. Tiergeräusche gab es überhaupt nichts. Einmal Rehbellen, ganz kurz und das war's dann. Ja. Ich glaube, jetzt wollen wir wahrscheinlich dann einen Kaffee trinken, oder? Das ist verdammt gut. Ah, herrliches Wetter, sieht gut aus. Also, ich bin ganz zufrieden mit meinem Test-Setup für diese Jahreszeit, wo es noch nicht gar so warm ist.
So, die Wehmut ist stark, wir müssen wieder gehen, leider. Ja, leider. Wie hat es dann gefallen und wie hast du geschlafen? Also gefallen hat es mir sehr gut. Ja, der Hang und so bietet eine wunderbare Aussicht, sage ich mal, so ein Panorama. Wo man, ich mag das, wenn man einfach weit sieht, wenn man irgendwo ist und nicht irgendwie im Gebüsch hockt. Und geschlafen habe ich gut, obwohl es gestern doch noch mit den Temperaturen ein bisschen angezogen hat. Aber ja, im Biwak gesagt, da liegst du einfach drin, hast deine Behausung, da ist eigentlich wurscht, wo du bist, du hast deine eigenen vier Wände. Ja, war angenehm. Dann verabschieden wir uns hier an dieser Stelle. Macht's jetzt gut. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal hier draußen in der Natur, im wunderschönen Wald. Servus, ciao. Servus.